Mein Name ist Alexander Süßmeier, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Pfersee, habe als Beruf Chemielaborant gelernt, war die letzten Jahre im Bundestag und fange jetzt dann wieder zu arbeiten an. Und ja, bin ledig, habe keine Kinder und Freizeitgestaltung ist so derzeit viel Fußball, lesen, malen, wenn ich Zeit finde. Ich mag an Augsburg, dass man eigentlich von der Größe der Stadt alles hat, was man braucht. Gleichzeitig ist es aber überschaubar und auch ein bisschen familiär. Und ich fühle mich sehr wohl, auch wenn der Augsburger manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber es ist eine schöne Stadt und ich lebe hier gern. Was man alleine macht oder machen kann, das sehe ich ein bisschen schwierig. Ich sage, wir sind eine Demokratie, man braucht immer viele Menschen, um was zu bewegen. Aber ich glaube, ich habe erreicht, dass man viele Punkte in Augsburg und auch im Stadtrat angesprochen hat, die sonst niemand angesprochen hätte. Soziale Probleme, Gruppen von Menschen, die nicht im Licht stehen, sondern im Schatten, so wie Bertolt Brecht es auch gesagt hat. Und ja, wir haben fürs Sozialticket gekämpft, das jetzt vielleicht kommt. Wir haben für billigere Eintrittspreise bei Kulturveranstaltungen, zum Beispiel Brecht-Festival gekämpft. Also ein bisschen was hab ich angestoßen. Für Augsburg ist mir besonders wichtig, Solidarität und Gemeinschaftssinn. Da würde ich mir auch von den Augsburgern manchmal noch ein bisschen mehr wünschen. Ich finde das gerade in einer Stadt wie Augsburg, die viele Menschen mit einem geringen Einkommen haben. Wir haben leider eine hohe Armutsrisikoquote und deshalb ist mir Soziales einfach wahnsinnig wichtig. Ich wäre der beste Oberbürgermeister für Augsburg, weil ich kein Blatt vor den Mund nehme. Ich spreche Probleme direkt an und ich bin bereit, mit allen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Ziele mittragen.